Im letzten heutigen Eishockey-Treffen trat zum ersten Mal in diesem Olympiaturnier die UdSSR in Erscheinung. Ihr Gegner heißt Finnland, das gestern Norwegen mit dem Rekordresultat von 13:1 abfertigte. Am Beginn des zweiten Drittels lautet der überraschende Torstand nur 3:2 für die UdSSR. Also bisher ein sehr spannendes Spiel, das einen sehr knappen Torunterschied erbrachte. Und wir erinnern uns, dass hier bereits vor 2 Jahren bei den Weltmeisterschaften in Stockholm die Finnen die große Überraschungsmannschaft waren. Sie konnten damals sowohl Russland wie auch der Tschechoslowakei härtesten Widerstand entgegenbringen und man sprach von dem finnischen Eishockey-Wunder. Nur konnte man damals feststellen, dass die Finnen zwar spielerisch hervorragend sind, aber konditionell noch mit den Großen, also vor allem mit der Sowjetunion, nicht ganz mithalten können. Meist geht es im ersten Drittel sehr gut und dann bauen sie etwas ab. Dieses erste Drittel hier im Makomanai-Stadion war hervorragend gespielt worden. Und zwar waren die Russen in der ersten Minute gleich, 1:14 waren gespielt, durch Chigankov in Führung gegangen. Scharlamow hatte dann nach 4:24 auf 2:0 erhöht. Und in der 7. Minute war es dann Mononen, der den Ehrentreffer der Finnen bisher erzielen konnte. Die Finnen im Blau spielten von links nach rechts, nur im Moment geht der Verteidiger etwas zurück, und die russische Mannschaft von rechts nach links. Gefährlicher Durchbruch des Finnen, und das ist die Sensation. Es heißt also in diesem Moment 3:3 durch Oksanen, Nummer 14, der soeben den dritten Treffer für die Finnen erzielen konnte, nachdem im ersten Drittel Turunen auf 2:2 gestellt hatte. Sehen wir uns in der Zeitlupe diesen herrlichen Durchbruch noch einmal an. Dagegen war der junge Wladislav Tretjak im Gehäuse der Sowjetrussen machtlos. Wie gesagt, das erste Drittel endete 3:2 für die Russen. Und zwar war Vikolov der weitere Torschütze. Und wie gesagt, Turunen hatte den zweiten Treffer der Finnen erzielt. Und jetzt war es Oksanen, der den Ausgleich erzielen konnte. Und jetzt wird die Partie natürlich wesentlich offener als im ersten Drittel. Die Russen haben die Gefahr, die von Finnland ausgeht, erkannt, sind sofort zum Angriff übergegangen, wie sie gesehen haben, und werden nun versuchen, Jorma Valtonen das Gruseln zu lehren und weitere Treffer zu erzielen. Denn ein 3:3 gegen Finnland passt bestimmt nicht in das Olympiakonzept der sowjetrussischen Mannschaft. Sowjetrussen Olympiasieger von 1968 in Grenoble, Weltmeister 1971 in der Schweiz. Mononen ist der Finne mit der Nummer 18, der von der Strafbank gekommen war. Im
Sturm der Russen sahen wir jetzt mit Nummer 19 Wladimir Kadrin, Alexander Maltsev und Alexander Yakushev. Jetzt ist Wechsel. Mit der Nummer 5 ein alter Bekannter, der große Verteidiger Alexander Ragolin, mit den 31 Jahren der älteste. Und vorne im Sturm ebenfalls 31 Jahre Anatoli Firsov mit der Nummer 11, seines Zeichens wohl bester Stürmer der Welt, der eigentlich vor den Olympischen Spielen hier in Sapporo abtreten wollte, aber trotzdem wieder gerufen wurde. Sie sehen ihn hier im Bild bei einem Pulli. Das ist Firsov. Drei unentschieden heißt die Partie und dieser Gegenstoß der Finnen hätte ins Auge gehen können. Das war ein Fehlpass und damit setzt sich Valery Charlamov sofort wieder in Szene. Firsov. Bande sehen wir nicht mehr den früheren Trainer der Russen, den berühmten Tarasow. Nach 26 Jahren hat er die Nationalmannschaft abgegeben. Wladimir Lutschenko mit der Nummer 3 und 13 ist der Boris Michailov. Bisher sahen wir sehr gute Leistungen von Jorma Valtonen im Tor der Finnen. Sollten die Finnen dieses Tempo durchhalten, so wären sie bis zum Ende gefährlich. Allerdings eine Frage, ob sie gegen diese russische Dampfwalze aushalten können. Von hinten kam nun Ramtisa Viktor Kuskin. Lutschenko. Sofort ist Petrov da. Das war Lutschenkos Versuch, auf das Tor zu schießen. Aber die Finnen haben eine sehr durchdachte Verteidigungsreihe, die ein ausgezeichnetes Stellungsspiel hier verrät. Ein Bulli im Verteidigungsdrittel der Finnen. Seppo Lindström mit der Nummer 3 baut von hinten
Zimmer auf. Lindström gehört mit seinen 30 Jahren schon zur älteren Generation, zu den routinierteren Finnen. Immer noch 3:3 der Stand in diesem Schlagerspiel zwischen der UdSSR und Finnland im zweiten Drittel. Zwei für Russland hat das erste Drittel geendet. Nach Torerfolgen von Tschigankov, Scharlamov, Vikulov und für die Finnen schossen Mononen und Turunen ein. Und jetzt im zweiten Drittel, also blitzartig, nach nur 18 Sekunden Spielzeit war Oksanen für die Finnen erfolgreich. Harri Linnonmaa. Noch gibt es immer gefährliche Situationen vor dem Tor der Russen. Sehr gutes Mannschaftsspiel der Finnen. Und da geht jetzt Jakuschew. Aber sehr gut gehalten von Valtonen. Alexander Maltsev mit der Nummer 10. Der junge, durchschlagskräftige Stürmer der Russen. Er kommt von Dynamo Moskau mit 23 Jahren. Erst seit 1970 in der Mannschaft. Harri Linnonmaa versuchte diesen Schuss. Ja, im Abschluss sind die Finnen halt doch den Russen unterlegen. Das ist ihr Nachteil. Gegenstoß, Wladimir Vikulov mit der Nummer 18. Wirsow, hervorragender Techniker. Das war Scharlamov. Scharlamov, der mit der Nummer 17 gespielt hatte und das 4:3 für die Sowjetunion erzielte. Zeitlupe konnte man dieses technische Meisterstückerl von Scharlamov genau beobachten. Er trägt die Nummer 17 und nicht, wie ich von der Seite gedacht habe, Nummer 11. Das wäre dann Wirsow gewesen. Knapp mit 4:3 führt nun die Sowjetunion gegen Finnland. Torschütze Scharlamov im zweiten Drittel. Nach einer Spielzeit von 7 Minuten und 56 Sekunden. Vielleicht holt Finnland auf. Nein, Vladislav Tretiak ist ein ausgezeichneter Torhüter. Er ist so stark geworden, dass er mit seinen kaum 20 Jahren nun den berühmten Konovalenko aus dem Feld schlagen konnte. Und Konovalenko spielt zum ersten Mal nicht in der russischen Mannschaft bei Olympischen Spielen. Wladislav Tretiak ist auch in Österreich bekannt. Er war seinerzeit mit dem ZSK beim Europacup in Klagenfurt, spielte dort gegen den KAC.
Und Tarasow hatte damals schon gesagt, dass mit ihm der kommende Torhüter Russlands steht. Mit Weitschüssen ist Tretjak nicht zu überwinden. Aber auch die Russen können Fehlpasses machen. Kuskin ist die Nummer 4 der Russen. Und da sehen Sie Rakulin. Neunmal hat er bereits bei Weltmeisterschaften mitgewirkt und nun dreimal bei Olympischen Spielen. Mit 1,87 Meter ist ein Hühner auf dem Eis. Auch er kommt vom ZSK, also der Militärmannschaft aus Moskau. Jakuschew war das, der Nummer 15. Noch einmal hätte der Pass zu Jakuschew kommen sollen, aber abgewehrt. Alexander Jakuschew ist Mitglied von Spartak. Der ist der größte der Mannschaft. 1,90 Meter. Aber er gehört mit seinen 23 Jahren zu den Nachwuchskräften des sowjetischen Eishockeysportes. Timo Turunen ist die andere Nummer 19, nämlich die der Finnen. Makomanai-Halle ist fast gefüllt. Am Samstagabend haben sich die Japaner nicht nehmen lassen, den russischen Olympiasieger in seinem ersten Spiel zu bewundern. Aber bisher bewunderten sie auch das großartige Spiel der finnischen Mannschaft. Malchev, Nummer 10. Alexander Jakuschew, 15. Heute Vormittag hatte übrigens die Tschechoslowakei Polen hoch mit 14 zu 1 Toren abgefertigt. Die Polen zeigten sichtliche Ermüdungserscheinungen nach ihrem gestrigen erfolgreichen Spiel gegen die Bundesrepublik. Und die Tschechoslowakei zeigte, dass sie einer der Medaillenanwärter ist. Dabei gab es allerdings ein Nedomanski-Festival. Er schoss allein 6 Tore der 14 Treffer und war der überragende Mann am Eis. Und es wird interessant sein, wie sich die Tschechoslowakei heuer gegen die UdSSR halten wird. Alexander Rakulin zu Wladimir Vikolov. Wirsow mit Nummer 11. Charlamov kommt nicht zur Scheibe. Auch Katrin nicht. Dass sich Wirsow jetzt geirrt. Er glaubte,
Ragolin schon in der Mitte zu haben. Aber sofort bessern ja die Russen ihre Fehler wieder aus. Das ist der Zikschankov. Der Waldtonen wird sehr hergenommen. Der Cheftrainer der UdSSR heißt jetzt Arkadi Tschernyschow. Und er hat schon vorhergesagt, dass die Spiele sehr schwer und interessant sein werden in Sapporo. Aber die Sowjetunion wird alles daran setzen, die vierte olympische Goldmedaille zu erringen. Den Rekord an olympischen Medaillen hält ja immer noch Kanada mit der Zahl 5. Die Russen bisher 3 Goldmedaillen gewonnen. Übrigens Großbritannien eine und die USA auch eine, nämlich 1960 in Skovali. Gefährlicher Schuss von Juri Plinov mit der Nummer 9. Und das war ein Stockschlag in die Magengegend, den Boris Mikhailov nur schwer überwinden kann. Sicherlich kein absichtliches Foul. Bei den Russen muss man schon annehmen, dass wirklich etwas passiert ist, wenn einer am Boden liegt. Denn bei ihnen gibt es kein Theaterspiel und der Applaus der Japaner soll nur zeigen, dass sie wünschen, dass Mikhailov weiterspielen kann und dass ihm nichts Arges passiert ist. Also wir stehen bei 4:3 für die Sowjetunion im Kampf gegen Finnland im zweiten Drittel. Erste Drittel 3:2, zweites Drittel 1:1 bisher, also total 4:3. Wladimir Lutschenko mit der Nummer 3 zu Scharlamow und im Nachschuss, das ist der 5. Treffer durch Scharlamow, erzielt mit der Nummer 17. Jeder abgewehrte Schuss wird unbedingt wieder aufgenommen und im Nachschuss dann meistens ein Treffer erzielt. Das wird jetzt hier demonstriert, Sie haben gesehen, abgewehrt von Waldtonen, aber im Nachschuss dann bezwungen. Damit führen die Sowjetrussen nun 5:3 gegen die tapfer kämpfenden Finnen. Scharlamow hat also in diesem zweiten Drittel bereits 2 Treffer buchen können. Die Finnen an der Scheibe. Juri Plinov und Seppo Lindström von den Finnen. Wieder reinkommt Alexander Ragulin. In früheren Jahren ist er ja aufgefallen, indem er nie einen Kopfschutz trug. Das wurde ihm hier nun untersagt. Also sollten die Finnen in diesem Turnier ihr heutiges Spiel fortsetzen können, dann werden sie in der A-Gruppe für jeden ein unangenehmer Gegner sein.
Die beiden Schiedsrichter Gagnon aus den USA und Bader aus Deutschland haben verhältnismäßig ein leichtes Amt. Es gibt, wie Sie ja bereits sehen, kaum einen Foul. Also Tretiak ist nicht so leicht beizukommen. Interessant ist, dass die großen Mannschaften des internationalen Eishockeysports eigentlich durchwegs noch keine sehr starke Verjüngung durchführten. Auch die Finnen zählen durchwegs 24 bis 25 Jahre. Ihr jüngster ist Juhani Tamminen mit der Nummer 13. Er ist erst 21. Ihr ältester ist Seppo Lindström mit der Nummer 3 mit 30 Jahren. Und bei den Russen hat man die angekündigte Verjüngung immer wieder hinausgeschoben. Und so kamen sie auch heuer wieder mit ihren ganz berühmten, aber schon etwas betagten Spielern. Sowohl Davidov ist schon 33, Firosov 31 und Ragulin ebenfalls 31 Jahre. Aber sie sind im Moment noch nicht zu ersetzen. Virsov. Er hat sich heute allerdings noch nicht sonderlich angestrengt, aber er zeigte schon einige technische Kabinettstückerl. Pekka Marjamäki. Also der Stand jetzt im zweiten Drittel. Sehr gut gemacht von Blinov mit der Nummer 9. Das war gefährlich. Aber sofort nach einem Angriff der Gegner sind die Russen schon wieder da. Und im Breck sind sie gleich vor dem Tor der Finnen. Blinov. Die Finnen sind wirklich eine gute Mannschaft, die sich wacker abrackert. Schalamov. Seppo Lindström, der hinten der Turm in der Schlacht ist. Ja. Und das ist Malzev. Und 6:3 durch Malzev. Hervorragender Durchbruch. Malzev, wie schon erwähnt, einer der jungen Stürmer. Sehen Sie an, wie er sich durchdankt. Und da hat auch Lindström keine Chance, ihm nachzukommen.
und wunderbar getäuscht, links fahrend nach rechts eingeschossen. Das ist eben der hervorragende Stürmer Maltsev, der 1970 bei den Weltmeisterschaften in Stockholm der Schützenkönig war. Nun ist der Abstand allerdings schon so groß geworden, dass man nicht mehr annehmen kann, dass er von den Finnen aufzuholen wäre. Trotzdem haben sie bisher eine sehr gute Partie geliefert. Unerlaubter Weitschuss der Finnen, also Eising. Ein Pass, der über drei Linien ging und daher ein Bulli im Verteidigungsdrittel der Finnen. Es war gut gemeint für Jakuschew, aber der Pass kam nicht zu ihm. Ja, da marschiert nun Katrin auf die Strafbank. Eine kleine Bankstrafe für ihn. Bei Ilpo Koskela, der finnische Verteidiger, Moment Nummer 2. 16 ist Esa Peltonen aus dem dritten Sturm. Wenn auch die finnischen Namen sehr schwierig sind, so wird man sie sich doch langsam in diesem Turnier merken müssen, denn sie werden dabei eine Rolle spielen. Noch eine Minute und 13 Sekunden zu spielen im zweiten Drittel. 6:3 heißt die Partie für die Sowjetunion. Nachdem das erste Drittel knapp nur mit 3:2 ausgegangen war. Ich finde nach wie vor mit einem Mann mehr am Eis. Jetzt Bulli vor dem Gehäuse der Russen. Die letzte Minute bricht gleich an. Ein weiterer Bulli. Der Torhüter hat die Scheibe etwas zu lang gehalten. Damit neuerdings Aufwurf. Weitschuss. Und ja, das war jetzt aber eine schwierige Entscheidung. Möglicherweise war die Scheibe nämlich im Netz, aber es war nicht zu erkennen. Jedenfalls die Schiedsrichter ließen weiterspielen. Die Frage, was hier unten wirklich los war, ob die Entscheidung richtig ist.
Nur mehr 3 Viertelminuten sind zu spielen. Gleich wird das zweite Drittel beendet sein. Nun ist wieder Katrin am Eis. Das war jetzt ein Glück für die Finnen. So, und jetzt ist es aus. 6:3 führen also die Sowjetrussen nach 2 Dritteln gegen Finnland im Makon. Manai Stadion in Sapporo. Nach einem bisher sehr interessant und spannend verlaufenden Treffen. Das dritte Drittel ist angebrochen. Die russische Mannschaft nun von links nach rechts in der weiß-roten Dress. Die Finnen von rechts nach links in blau-weiß spielend. Malzew. Ein gefährlicher Torschütze. Jakuschew und Katrin gehen vom Eis. Reinkommt Ragulin. Und vorne im Sturm Wirsow. Wirsow, aber abgewehrt. Es ist interessant, dass die Russen in allen Lagen mit ihrer Stocktechnik durchkommen. Auch sogar in der Bande. Brauchen dort nur sehr selten durch Festhalten der Scheibe einen Bulli hervorrufen, sondern sie können fast immer mit dem Stock klären und das zeigt ihre ausgereifte Technik. Finden jetzt wieder komplett am Eis. Schalamow und Goal. 7:3 durch Vikulov. Vikulov mit der Nummer 18 schoss diesen Treffer. Und damit scheint mir jetzt die Partie endgültig gelaufen zu sein. Nochmals die Wiederholung. Traumwandlerisch sicher übernehmen die russischen Stürmer die Passes und ebenso sicher und platziert schießen sie dann ein. Wir sehen die russische Mannschaft heute auf diesem Turnier das erste Mal, aber sie macht einen glänzenden Eindruck und sie ist sicherlich wieder Favorit Nummer 1 in diesem Olympischen Eishockey-Turnier. Schade, dass immer noch Kanada den Turnieren fern bleibt.
hat immer wieder gehofft, dass die Kanadier vielleicht doch einsehen, dass also offiziell kein professioneller Spieler mitwirken darf, wenngleich alle diese Eishockeyspieler bestimmt während des Jahres außer Eishockey nicht viel an beruflichen Arbeiten verrichten werden. Es ist ja der Sport, von dem man sagt, dass Avery Brendage nicht nur die Augen, sondern auch die Hühneraugen zudrücken muss, um hier nicht einzugreifen. Nur keine Raufereien. Wir können feststellen, dass bei den bisherigen Treffen vorbildlich fair gespielt wurde. Ja, sogar bei dem Spiel Schweden gegen USA, das wir gesehen haben, hat Schweden 0 Strafminuten gehabt. Kein Mann musste auf die Strafbank. Und die USA, die ja wie die Lamperln geworden sind, hatten nur 4 Minuten zu verzeichnen. Also 2x2. Das sowas war in früheren Jahren ja undenkbar. Vielleicht lässt die Brutalität im Eishockeysport, die ja in der letzten Zeit immer wieder teilweise zu vermerken war, jetzt nach. Trotz der Regel, dass man auf dem ganzen Spielfeld den Bodycheck praktizieren darf. Davidov mit der Nummer 2. Er ist der älteste Spieler in seiner Mannschaft, kommt von Dynamo. Übrigens war er schon an 10 Weltmeisterschaften beteiligt. Die meisten Mitglieder wurden ja bei den Russen von ZSKA Moskau, der Militärmannschaft, gestellt. Man hat also dadurch die Einheit der Mannschaft sicherstellen wollen. So, das gekonnte Vorchecking, verstehen es die Finnen eigentlich immer wieder recht gut, die Angriffe der Russen schon im Entstehen zu stoppen. Fiersov, immer noch ein brillanter Techniker. Das ist Schalamow gewesen mit Nummer 17. Und Rakulin. Das war ein leicht angedeuteter Bandencheck und das darf ja bekanntlich nicht sein. Deshalb ist Petrov so erzürnt auf den finnischen Spieler. Noch dazu, wo die Schiedsrichter diesen Regelverstoß nicht ahnten. Fiersov, immer noch ein brillanter Techniker. Das ist Schalamow gewesen mit Nummer 17.
Frakolin. Das war ein leicht angedeuteter Bandencheck und das darf ja bekanntlich nicht sein. Deshalb ist Petrov so erzürnt auf den finnischen Spieler. Noch dazu, wo die Schiedsrichter diesen Regelverstoß nicht ahnten. Das kleine Gewitter hat sich wieder verzogen. Es kommt also zu keiner Keilerei. Übrigens, Gewitter, man müsste sagen, dass das Wetter hier in Sapporo wohl das wechselhafteste ist, was man sich vorstellen kann. Hier in der Halle des Makomanai-Stadions spürt man natürlich nichts davon, aber der heutige Tag war ein ununterbrochener Wetterwechsel beim Abfahrtslauf der Damen. Herrschte Sonnenschein, dann kam der Schneefall, beim Springen, beim Training war es wunderschön und am Nachmittag fielen schon wieder dichte Flocken über der ganzen Stadt. Und dabei sah man durch den Nebel immer wieder die Sonne heraus. Lauri Mononen ist wieder am Eis. Malzew im Zweikampf an der Bande wird sofort unterstützt. Von Petrov. Brinov. Malzew. Ausgestiegen. Das wäre eine Chance für Matti Murto. Lutschenko, Malzew, höchste Eisenbahn. Plenov. War schön geschossen von Malzew, aber Valtonen war auf seinem Posten. ...7:3, also das Resultat bisher. Wir stehen im ersten Teil des letzten Drittels. Und man kann jetzt schon zusammenfassend sagen, es war ein schönes, interessantes, faires Spiel. Die Finnen im ersten Teil des Matches sehr stark. Die Stärke führte sogar zum Ausgleich. Am Beginn des zweiten Drittels, zu dem 3:3, dann bauten sie etwas an Konditionen ab und die Russen nach wie vor, wie in den letzten Jahren, eine unerhörte, genaue, präzise Stürmermaschinerie, eine ebenso genaue Deckung, die den Stürmern der Gegner fast keinen Raum lässt. Jetzt allerdings war das eine sehr gute Aktion, die, wenn nicht Tretiak so auf Draht wäre, vielleicht sogar zu einem Erfolg führen hätte müssen.
Also auch die Russen können batzen. Das ist der Hut von Jakuschew. Dem 1,90 Meter Mann von Spartak. Wladimir Katrin kommt wieder. Esa Peltonen mit der Nummer 16. Bulli im Verteidigungsdrittel der Finnen. Rakurin scheint etwas schlanker geworden zu sein und daher auch beweglicher. Herrlich, Schalamow. Nikolov. Veli Ketula. An Rakulin ist nur schwer vorbeizukommen. Schalamow, das ist jetzt der Petrov. Das sind die ersten 10 Minuten des letzten Drittels gewesen. Nach wie vor 7:3 der Stand. Die Seiten werden gewechselt. Vielleicht erinnern Sie sich noch, in Österreich ist ja damals die Kunde da durch die Presse gegangen, dass Tretiak ist ein Fanatiker des Spiels, nicht nur des Eishockeys, sondern des Ballspiels. Er ist der junge Bursch gewesen, der täglich mit einem kleinen Ball durch die Straßen ging in Klagenfurt und als er Ball spielte. Und Tarasow sagte, das muss er, denn nur so erhält er sich das Ballgefühl und das Gefühl für die Scheibe. Er ist ein Genie im Eishockeysport. Und in wenigen Jahren hat sich diese Vorhersage bewahrheitet und heute steht der junge Tretiak mit 20 Jahren in der russischen Olympiamannschaft. Das heißt man Rettung in letzter Not. Auf der Torlinie konnte der Puck noch rausbefördert werden. Lenov. Lutschenko, Plinov, immer wieder Lutschenko. Er gehört zur jüngeren Garde mit 23 Jahren, ebenfalls vom ZSK. Das Maltsev. Und er hört gefährlich, wenn er so antritt. Dabei ist er kaum von 2 Verteidigern zu halten.
Jakuschew, sehr gut, Techniker. Der Kelch ging knapp am Tor vorbei, möchte ich sagen. Aber ich glaube, man kann fairerweise feststellen, dass die Finnen auch jetzt noch bei der hohen Tordifferenz von 7:3 immer noch ein gutes Spiel praktizieren. Der Stand im dritten Drittel. Noch sind 7:02 zu spielen. Das zeigte soeben die Uhr hier oben an. Dann haben wir wieder die Riesen in der Verteidigung der Russen. Lutschenko mit 1,84 und der Ragolin mit 1,87 Größe. Das wäre jetzt eigentlich ein Stockfoul gewesen, aber nachdem es nicht mit Absicht geschehen ist, scheinbar lassen die Schiedsrichter weiterspielen. Also den russischen Bär von einem Ragolin auf einem anderen drauf ist immerhin eine gewisse Gefahr. Übrigens hatten sich vor einigen Jahren die Finnen und Österreich für dieses Weltmeisterschaftsturnier des Olympiajahres 1972 beworben. Das bekamen dann beide nicht, sondern eben Prag zugesprochen. Und so wird zum ersten Mal in einem Olympiajahr auch noch eine Weltmeisterschaft durchgeführt. Sehr schön gemacht. Herrlicher Pass zu Plinov. Unglaublich, mit welcher Präzision die Russen ihr Kombinationsspiel vortragen. Wie plötzlich aber auch jeder zugespielte Puck aufgenommen wird und sofort weitergegeben oder abgeschossen wird. Das zeigt eben die Perfektion der Russen. Das Spiel hat selbstverständlich jetzt bei 7:3 an Spannung verloren. Trotzdem verfolgen die zahlreichen Zuschauer dieses Match mit großem Interesse. Die heutige Leistung beider Mannschaften lässt für die kommende Woche interessante Partien erwarten. Im
finnischen Lager erwartet man sich ja heuer sogar eine Olympiamedaille. Und das war der achte Treffer durch die Nummer 9, Blinov, der den Stand von 8:3 soeben erzielte. Wir sehen uns in der Zeitlupe diese Szene noch einmal an. Das sind so todsichere Kombinationszüge. Dagegen ist natürlich Valtonen im Tor der Finnen ohnmächtig. Wäre natürlich jetzt ein Vergnügen gewesen für Vikolov, diesen Angriff allein weiterzutragen und ein Tor zu schießen, aber es war zuvor abseits. Daher ein Bulli im Verteidigungsdrittel der Russen. Valery Vasiljev von Dynamo und Maltsev. Da war nun Glück dabei für die Finnen. Maltsev. Interessant ist vielleicht wieder zu erwähnen, die interessante Innenausstattung dieses schönen Bakumanai-Stadions, die durchsichtigen Banden, eine ganz eigenartig architektonisch gestaltete Beleuchtung und der gesamte Rundbau. Eine sehr attraktive Halle. Fassungsraum ungefähr 10.000 Personen. Es wurden noch einige Tribünen zusätzlich errichtet. Ja, also das hätte eigentlich jetzt der neunte Treffer sein müssen, aber genau auf Stangl. Glück für Finnland. Es bleibt also beim 8:3 für die Sowjetunion. Vikolov. Scharlamov. Fehlpass von Scharlamov. Tsigankov mit der Nummer 7, ein etwas unbekannterer Spieler bei uns. Wurde der Scharlamov. Scharlamov, der bei zwei Treffer heute geschossen hatte. Ja, wenn die Finnen nicht einen derartig guten Torhüter wie Valtonen hätten, stünde die Partie etwas höher. Eine Minute und 17 Sekunden sind brutto mit Hinzurechnung der Unterbrechungen zu spielen.
8:3 heißt das Torverhältnis. Die Ausstattung der Kampfstätten bei den Japanern hier in Sapporo ist übrigens hervorragend. Alle Sportstätten sind perfekt ausgestaltet und so schön, wie man sie selten wo sieht. Jakuschew war das. Wir haben 53 Sekunden. Gleich wird das Spiel aus sein. Die Sowjetunion hat gezeigt, dass sie nach wie vor erster Anwärter auf die Goldmedaille ist. Und man kann mit Spannung auf das Zusammentreffen zwischen der Sowjetunion und der Tschechoslowakei warten. Gegenstoß der Russen, Maltsev. Und Tor. 9:3 durch Maltsev. 17 Sekunden vor Schluss dieses Spieles. Das war jetzt ein bisschen ein Unglück für die Finnen. Aber Maltsev ist, wenn er durchbricht, nicht zu halten. Sehen Sie sich an. Da nützt auch das Haken der finnischen Verteidigung gar nicht. Er ist einfach zu schnell. Neun zu drei führt also die Sowjetunion in diesen wirklich schönen Kampf gegen Finnland und damit ist auch sicherlich das Endergebnis gegeben. Wir holen die Titelergebnisse. 3:2, 3:1. Und 3:0, Gesamtergebnis 9:3, schlägt die UdSSR Finnland in einem sehr schönen, interessanten, spannenden und fairen Spiel im Makkomaa-Stadion.